Entspannte Baratmosphäre, chillige Musik, nette Gespräche und süffige Cocktails. Diese Party war genauso außergewöhnlich wie das dazugehörige Buch. Shake Your Life, der richtige Mix aus Karriere, Liebe, Lebensart von Ralf Goldschmidt, ist nicht einfach so erschienen, sondern wurde gebührend gefeiert. In der Kölner Bar Shepherd stießen Geschäftspartner, Freunde und Familie von Ralf Goldschmidt mit leckeren Cocktails auf sein erstes Buch an. Ein Ratgeber der ganz anderen Art. 7 Menschen, 7 Geschichten und ein Barkeeper, der als Coach fungiert. Ganz zwanglos und natürlich. So wie die Buchparty zu Shake Your Life. Das ist ein geiles Gefühl. Herzlich willkommen zu dieser Buchparty Shake Your Life. Das ist ja mein erstes Buch und die erste Buchparty und ich habe einen Puls ungefähr, glaube ich, von 290. Und jetzt gibt es ja von diesen Büchern ganz, ganz viele, auch ganz viele tolle. Es gibt auch ganz viele tolle Ratgeber. Mein Anliegen war, ein Buch zu schreiben, wo auch Leute reinschauen, die klassischerweise keine Ratgeber lesen. Wo ein bisschen Spaß dabei ist, wo kein Therapeut oder kein Coach auftaucht, sondern eben ein Barkeeper. Und ich hoffe jedenfalls, dass es ein Buch ist, was auch Spaß macht. Ich freue mich auf einen wunderschönen Abend mit euch und sage erstmal Dankeschön, dass ihr alle da seid. Painkiller, Double Vision oder Absolutely Fabulous. Die Originalcocktails aus dem Buch wurden nicht von irgendeinem Barkeeper gemixt, sondern von Stefan Hinz, dem amtierenden Weltmeister im Shaken. Es war ein besonderer Abend mit besonderen Menschen und besonderen Gesprächen und mittendrin ein zufriedener Autor, der viel Herzblut und Leidenschaft in sein Buch gesteckt hat. Das muss man total genießen, weil man nie wieder so aufgeregt sein wird wie bei dem ersten Buch und es ist nie wieder so schön wie beim ersten Buch. Darum muss man jede Minute auskosten. Man merkt, wie ich finde, wonach sein Herz schlägt. Und sein Herz schlägt eigentlich danach, Menschen zu berühren und sie einzuladen, über sich selbst nachzudenken. Und ich glaube, wenn er das erreicht über das Buch, dann ist ein großes Ziel erreicht. Er schafft es, weil er authentisch ist und weil er viel von sich selbst preisgibt. Er spiegelt die Menschen und überzeugt durch das, was er ist und was er verkörpert. Er bevormundet nicht, sondern begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Und dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und versprüht auch eine Menge Humor. Hinzugehen und zu sagen, ich verbinde mal dieses Thema Coaching, Beratung mit dem Ambiente einer Bar, finde ich sehr, sehr originell. Das über Cocktails zu machen, das ist ein sehr spielerischer Ansatz. Das macht Lust auf mehr, ja. Ich habe den Riesling-Cocktail schon bestellt. Abgerundet wurde der Abend durch die Lesung der beiden Schauspielerinnen Julia Schmidt und Julia Berhold, die einen unterhaltsamen Einblick in Shake Your Life gaben. Insgesamt war es eine gelungene Party für ein besonderes Buch mit Bestsellerpotenzial. Ich war tierisch aufgeregt heute, viel mehr als bei allen anderen Veranstaltungen, wo ich sonst bin. Gut. Cool, also total schön, dass all die Leute irgendwie da waren und dass das alles prima geklappt hat. Und ich habe den Eindruck, denen hat es auch alle gefallen hier. Und jetzt nuckel ich hier auch mal an meinem Riesling-Cocktail und freue mich, dass der Abend so schön ist. Klasse.